Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Truth is, one person can matter. Hallo, ich bin Dominique von Mehr Stempeln. Ja, und ich habe heute einen kleinen Quick-Tipp für dich, beziehungsweise möchte ich dir super gerne einmal zeigen, ja, wie ich meine Stempelkissen wieder befülle. Also die halten auch super wahnsinnig lange, doch mit der Zeit, so wie mein Marineblau, das nutze ich unheimlich gern, wird es mal Zeit, dass wir das mal wieder ein bisschen auffrischen. Und das kannst du ganz einfach dann mit dem passenden Nachfüller machen. Ich habe jetzt hier einmal den Nachfüller natürlich im Marineblau. Und genau, ich zeige dir das Ganze jetzt mal, wie ich das einmal mache. Das gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du das befüllen kannst. Aber ich fand die Variante ja auf jeden Fall am einfachsten. Also öffnest ganz normal dein Stempelkissen und nimmst jetzt deinen Auffüller und gibst jetzt hier in dein, am besten auch erstmal die Ärmel freimachen und gibst jetzt hier in dein Stempelkissen ein bisschen Farbe rein. Da kannst du auch erstmal dich langsam rantasten. Also du musst jetzt nicht sehr viel nehmen, so dass du erstmal ein bisschen Farbe verteilst, dass überall ein bisschen Farbe hinkommt. Und dann kannst du dir, also der Stempelblock D zum Beispiel, geht dafür super. Da gehst du hier einfach vorsichtig einmal mit rüber, dass du das einmal verteilen kannst. Und so kannst du das so ein bisschen reinarbeiten. Du kannst auch gerne noch ein bisschen mehr nehmen. Also es dauert ein bisschen, bis die Farbe da ordentlich rauskommt. Kannst du so auch ein bisschen schon mit reinstreichen. Ich würde jetzt auch nicht die ganze Farbe reinmachen. Also lieber mal zwischendurch mal wieder ein bisschen nachfüllen. Dann hast du auf jeden Fall auch ein bisschen länger was davon. Und dann gehst du einfach nur einmal rüber. Du könntest auch eine alte Scheckkarte zum Beispiel auch nehmen, wenn du hast. Aber ich finde, wir haben den Stempelblock ja eh auf dem Tisch. Dann können wir auch den dafür nehmen. Und so gehst du jetzt einfach quasi ja, ein paar Mal rüber. So wie du nachher siehst, also zufrieden bist. Kannst du natürlich auch nochmal einen Stempelabdruck zwischendurch machen, ob der Stempelabdruck so reicht. Aber so ein paar Mal rübergehen reicht meistens näher auch schon aus, dass du später ordentlich Stempelfarbe hast. Gehst du hier jetzt einfach nur kurz noch ein paar Mal rüber. Schön reinarbeiten. Und wenn du dann zufrieden bist, dann kannst du es einfach reinigen. Ich mache das ja immer mit dem Säuberungskissen. Das geht ja mal rucki zucki. Viel Farbe hast du jetzt auch nicht dran, wie du siehst. Einfach ein bisschen Reiniger rauf. Und dann kannst du es direkt hier auch nochmal mit schnell sauber machen. Ruckzuck gemacht. Noch einmal trocken. Oh, ich hoffe, es wackelt nicht so doll jetzt gerade. Ja, und schon fertig ist die Befüllung. Genau, ich hoffe, dass dir das kleine Video auf jeden Fall gefallen hat und ich dir auf jeden Fall weiterhelfen konnte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!